Ein herzliches Hallo an euch alle dort draußen zu einer neuen Episode von Made in Germany, der Whisky Podcast. Mit mir, dem Marc von Alles rund um Whisky und mit Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Wir haben schwitzend und schweißtreibend bei den Temperaturen, die in diesem Monat vorherrschend sind, trotz alledem nach vielen leckeren neuen Abfüllung für euch gesucht und auch einiges gefunden. Auch wenn es vielleicht nicht das perfekte Whisky-Wetter ist, schauen wir mal, ob eventuell der ein oder andere Sommerwhisky mit dabei ist. Und als absolutes Highlight haben wir natürlich auch wieder einen Gast für euch eingeladen und wir werden uns über wunderbaren Whisky aus dem Harz unterhalten. Die Anna-Katharina Buchholz wird uns heute als Master-Distillerin von Elsburn. Ich habe immer noch den alten Namen. Genau, also Glen Ells würde ich ab und zu mal auch mal sagen, aber es heißt Elsburn. von Elsburn heute als Gast und da freue ich mich schon riesig drauf. Sie wird uns ein paar Einblicke in die Herstellung, in die Produkte, in auch die verschiedenen Abfüllungen, die verschiedene Namen haben, geben. Und ja, vielleicht können wir das ein oder andere Geheimnis entlocken. Werden wir mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und bevor wir dann mit unseren neuesten Abfüllungen aus diesem Monat starten, haben wir noch einen kleinen Werbejingle für euch von unseren Freunden von der Sauerländer Edelbrennerei. Hallo zusammen, hier ist Julius, der Dritte im Bunde der Sauerländer Edelbrennerei und ich wünsche euch heute ganz viel Spaß im Podcast mit Marc und Jason und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal bei uns im schönen Sauerland auf den 1000 Mountains mit Raven oder Braven und bis dahin bleibt gesund, stresst euch nicht, denn wir wissen, wer mit Whisky arbeitet, braucht Zeit. Ja, die erste Neuerscheinung hier für den aktuellen Monat Juli haben wir bei Sliers gefunden, einen Sliers aus dem Amontillado-Fass, beziehungsweise mit einem Amontillado-Fass-Finish. Der kommt in der 0,7 Liter Flasche mit 46 Volumenprozenten, top angenehm für die warmen Temperaturen, für 67,90 Euro. Nach knapp 2,5 Jahren Lagerung in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche wurde dann der Single Malt umgefüllt und nochmal sage und schreibe 4 Jahre nachgereift. Also da kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob das noch ein Finish ist, bezogen auf die 2,5 Jahre zuvor. Ja. Und für das Finish wurden bis zu 50 Jahre alte Fässer von einer berühmten Bodega in Jerez in Spanien dann bezogen. Und das ist mit Sicherheit was ganz Leckeres, denn so alte Sherryfässer, die haben schon ordentlich Bums und haben auch richtig eine Geschichte zu erzählen, die man schmecken kann. Das hört sich sehr fein an. Du hast auch was Schönes, Feines, Leckeres gefunden, Jason. Hau mal raus, was gibt es denn da Neues? Also wir haben jetzt hier vom Nine Springs zum Beispiel ein Single Cask Selection, das ist der Portwein Cask Nummer 2. Nummer 1 war schon, haben wir auch davon berichtet, 0,5 Liter, 59 Euro. Und das ist jetzt hier tatsächlich sehr interessant, denn diese limitierte Whisky jetzt hier hat eine Vorreifung in ein Portwein-Pipe gehabt. Und der Clou dabei ist, dass ein sehr altes Fass war das, was vorher für 6 Monate aus Finnish eine besondere Rum da drin hatte, nämlich deren Rum vom Nine Springs namens Alfred's Trail. Also von daher Port, Rum, Single Malt aus Deutschland, eine echt interessante Geschichte, was denn da zu haben ist. Das hört sich auch lecker an. Ich habe noch ein Special, das leider aber schon wieder mal vergriffen ist. Ganz schlimm, obwohl es 308 Flaschen waren. Ein Special zum Tag des deutschen Whiskys kam ebenfalls, wie vorhin von mir schon vorgestellt, von Sliers. Ebenfalls natürlich ein Single Malt, ein Single Cask aus einem Pinot de Charon Finish mit 0,7 Liter, 57,6 Volumenprozenten und allerdings sehr spannenden 249 Euro.
Genau, wobei es gibt, man kann den bei Whiskey Base kaufen für 200, ich glaube 79, und jener eine hat den sogar für 349 da drin. Puh, Also ich okay. glaube, da die Leute, die vor Ort einfach haben die Flasche mitgebracht und eine heiß begehrte denn Geschichte. So, dann gehen wir einfach weiter auch hier zu St. Kilian. Die haben eine neue Sache. Ich war in Schwetzingen da war auch der Master Distiller, denn da Mario dabei und hat dann davon sein Gooseberg erzählt. Eine 0,5 Liter Flasche wie noch Standard da bei St. Kilian, 46% für 59,90 €. Das ist der zweite Ausgabe jetzt hier von der Killarney Abfüllungen von St. Kilians. Und das geht um den Namenspatron hier der Brennereien Rüdenau. Nachdem es den Gallianer gab, das war damals die Frau der regierende Frankenherzogs, ist nun der Herzog selbst dran. Und dieses Gooseberg ist eine interessante Geschichte. Natürlich 100%, denn dort gemälzte Gerste, mild, das heißt ohne Rauchanteil. Und reifte beinahe 4 Jahre in ganz normalen, frischen amerikanischen Weißeichenfässern, in dem zuvor regionale Weißwein drin war, der Sorte Bacchus. Ja, und laut Mario Rudolph, diese Rebsorte passt hervorragend in seine fränkische Heimat und zählt auch zu den Aushängeschilden vieler Winzer, die in dieser Region um Würzburg herum sehr berühmt ist. Ja. Spannend. Hast du Das den probiert? leider noch nicht Ich und auch nicht. den werde ich definitiv noch nachholen, weil ich liebe ja auch solche Stories drumherum. Ja, hier ja jetzt weniger eine Story zum Whisky. Beim Whisky finde ich allerdings halt dieses Regionale toll, weil wie der Mario schon richtig gesagt hat, um Rüdenau herum gibt es ja doch sehr viel Weinanbau und Weingüter. Und warum sollte man denn hier wieder mal ein Fass irgendwo auf der Welt einkaufen, wenn es doch eigentlich vor der Haustüre tolle Weine und dadurch Genau. auch tolle Weinfässer gibt? Und darum finde ich das Thema halt einfach für deutschen Whisky dann auch ein deutsches Fass in dem Sinn zu nehmen, sehr spannend und eben auch sehr ehrlich und geil, weil es halt regional ist. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir noch zu einer weiteren Abfüllung, was ich da bei Schwetzingen gesehen habe, auf Whisky Spring da in Juli. Aber so ist das durch Covid momentan. Wir haben was die Olympische Spiele denn da auch ein Jahr später gefeiert, aber so ist das. Saltmoor hat eine neue Felseiche jetzt hier, 5 Jahre alt. Also 2017 wurden dann zwei verschiedene Fässer abgefüllt und nun wurde die dann in eine Flasche mit 46% dann abgefüllt. Also 0,7 Liter Flaschen, 82 €. Das heißt dann dort Jahrgang 2017 bis 2022, 5 Jahre alt. Und diese Pfälzer Eiche ist der Johanneskreuz. Also auch da Okay. ist da etwas, was es schon mal gab, aber es gibt Neues. Von daher ist auch schön, das dann zu sehen. Absolut. Hast du die dann alle probiert? Nein, ich habe so viel auf meinem eigenen Stand zu tun gehabt, dass ich noch nicht mal die anderen Stände besuchen konnte. Das ist das Problem, wenn man keine Hilfe organisiert hat. Also jetzt habe ich auf den anderen beiden Messen im August habe ich Hilfe organisiert, sodass ich wenigstens ein kleines bisschen dann da ganz kurz weggehen kann, um mit den anderen Ausstellern da ein bisschen zu schnacken. Das ist der Plan. Okay. Schauen wir mal, ob das aufgeht, sowohl in Greiz wie auch dann bei Just Whisky in Hamburg. Ja, ich habe dir noch was Spannendes mitgebracht hier aus der Region von der Schwäbischen Alb. Und zwar Dannes Gerstemalz. Also, das wird immer in Schwäbisch dann auch beschrieben. Der wunderbare Whisky kommt nach 5 Jahren aus einem Madeira-Fass raus, eine Vollreifung. Whisky aus Gerstenmalz, 0,5 Liter mit 54 Volumenprozent für 69 €. Das kommt von der Bellerhof-Brennerei und die sitzt in Auen, so wird es ausgesprochen. Genau. Geschrieben wird es Owen, also das ist eigentlich ja schon fast schottisch, wenn man so möchte. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist das die Ortschaft in Deutschland mit der höchsten Brennereidichte. Und dort kann man bei der schwäbischen Whisky-Wanderung auch mal vorbeischauen. Sehr putzig, sehr klein, aber sehr ehrliche und sehr straighte Produkte gefällt mir auch. Genau, eben Thomas, glaube ich, heißt der. Thomas Dann und seine Genau. Frau war ich in Erfurt auf der Rhone. Whisky-Messe, wir haben Stand und Stand da gestanden und
diese Produkt war noch nicht da, also von daher relativ neu. Ja. So, dann gehen wir weiter zu unseren Sauerländer-Freunde. Thousand Mountains heißt das. Und es gibt eine neue Double Raven Nummer 4. Wurde auch dann damals zum Tag der deutschen Whiskys jetzt hier rausgebracht. Und die zweite Fassreifung war 2 Jahre lang in PX-Fässern. 0,7, sehr, sehr schön. 99 Euro, leider nur vor Ort. Und was nicht nur vor Ort ist, ist tatsächlich vom Thousand Mountains der Braven. Das ist eine reine Heaven Hill Bourbon Fassreifung. 46,2% für 54,90 Euro. Allerdings, die neue Bravens haben keine Holzetikett mehr, haben keinen Wachsverschluss mehr. Also auch da muss ein bisschen gespart werden, um den Preis da zu halten. Aber unser Whisky Pubs, der Basil, hat hier gerade eben heute seinen Post gemacht zum Braven. Und das war, er war sehr begeistert. Das soll ja im Prinzip auch eine dauerverfügbare Abfüllung werden von Thousand Mountains, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und von dem her denke ich, geht das auch in Ordnung. Die Holzetiketten in allen Ehren und die Wachsverschlüsse sind eh noch nie meins gewesen. Egal bei welchen Brennereien, wenn ich da so bei mir ins Regal schaue, was ich mich da schon geärgert habe an den Flaschen über diese Wachsverschlüsse. Aber sei es drum. Ja, mir persönlich gefällt er, ist aber für mich nicht, wie soll ich sagen, nicht so geil wie zum Beispiel dann der Double Raven. Ja. Es bleibt, ist und bleibt dann halt einfach irgendwo ja, der Einsteiger in die Thousand Mountains Serie. Ja? Mhm. Und als dauerverfügbare reine Bourbon-Reifung kann man natürlich nicht eine ja, mehrdimensionale Geschmacksexplosion erwarten, sondern der macht halt genau das, was draufsteht. Er schmeckt und er schmeckt nach einem Bourbonfass. Ja. Genau. Also statt am Anfang immer wieder Weinfässern und danach ein Bourbonfass, war es nur denn diese Bourbonfässern, wobei der Double Raven Nummer 4, der mit PX, also momentan bin ich auf einem kleinen PX-Trip, muss ich schon sagen. Also ja. Ich liebe Sachen mit PX-Reifung oder Vorreifung oder Finish. Mm. Da habe ich definitiv auch meinen Fetisch bei den PX-Fässern. Das kann mir meistens nicht genug sein, weil ich dieses spritzige, fruchtige einfach wahnsinnig gern mag. Und habe tatsächlich auch dann den PX-Sherry für mich entdeckt. Nicht so, dass ich da völlig drin aufgehe, aber das ist dann einfach auch mal interessant zu sehen, wo kommt denn der Geschmack eigentlich her und wer hat diesen Geschmack ins Fass gemacht. Ja? Ja. Was auch spannend ist, die Betz Distillery hat einen Single Malt rausgebracht aus einem Sauternes-Fass. 43 Volumenprozente, allerdings dann nur in einer kleinen 0,35 Liter Flasche. Mhm. Der kostet dann so schmal wie die Flasche 28 Euro und ist wohl ein Wetting mit einem kleinen Anteil aus einem Cognac-Fass. Und dann gab es noch was Cooles, einen Single Cask Straight Rye, ebenfalls in der kleinen 0,35 Liter Flasche. Der kostet dann nur noch 22 Euro und ist wohl ein Hybridfass aus American und European Oak. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, weil Rye können wir hier in Deutschland. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut, genau. Die Deckel sind europäische Eiche, der Fass an sich ist dann amerikanische Eiche. Auch da bin ich mit der Firma Betz ein bisschen dann da aus im Hintergrund und bin da ein kleines bisschen immer wieder am Vorverkosten, um zu schauen, was gut ist und gebe ein paar Tipps hier und da. Schauen wir mal, ob auf meinen Rat gehört wird oder ob einfach nur zur Kenntnis genommen wird. Jason ist sowieso ein bisschen anders, aber das ist alles gut. Dann gehen wir noch zu einer letzten Sache, bevor wir dann auch unser Gast hier reinlassen. Also das ist hier unser Zeitzer Whisky Batch und das muss ich einfach mal auf mit Basil klären. Er hat von einer interessanten Tequila-Fass gesprochen und auch ein Dornfelder Rotwein-Fass. Allerdings online waren die beide schon ausverkauft. Deshalb bin ich einfach mal zu Batch Nummer 23 hingegangen, der Malt and Rye von denen. 0,35 Liter, 40%, 37,95 Euro. Also Whisky aus ungetorften Gerstenmalz, 75% und Roggen zusammen in ein New American Barrel, also 4 Jahre lang gereift. Und es gibt auch dann von denen eine
Batch 24 schon. Es scheint, dass sie viele Patches schon rausgehauen haben. Ein Sherry-Finish, auch das gleiche klein 0,35 Liter, 49,2. Auch interessante Wahl, denn da für eine Alkoholstärke auch 37,95 Euro. Getorfte, ungetorfte Gerstenmalz zusammen und ein New American Virgin Oak Barrel. Also eine interessante Sache da, muss ich schon sagen. Ja, und wenn ich mir auch sicher bin, dass ihr die folgende Brennerei schon kennt, haben wir trotzdem einen kleinen Werbeblock eingebaut und freuen uns, dass wir hier von unseren Werbepartnern unterstützt werden. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier spricht Mario Rudolf von St. Gilen Distillers, Master Distiller und Blender. Ja, bei uns ist die Signature Edition 10, unsere 10. Edition aus unserer Signature Edition Reihe, wieder verfügbar. Nach etwas längerer Zeit ohne Flaschen können wir wieder voll loslegen. Ein malzbetonter Whisky. Diesmal haben wir die unterschiedlichen Malzsorten in den Vordergrund gerückt, mal weniger das Fass. Und zwar sind das Spezialmalze von der Melzerei Weiermann, Cara Münch, Cara Aroma und Melanoidin Malz sowie Münchner Malz, ein dunkles Malz und einen kleinen Anteil Pilsner Malz. Also ein Malt, der ja, sehr malzbetont ist, weniger die Frucht im Vordergrund steht wie der Malzkörper. Sehr gelungen, wir freuen uns, testet ihn und ja, schöne Grüße, servus, ciao. Ja, und wir sind zurück mit unserem heutigen ja, Stargast, würde ich sagen. Wunderschönen guten Tag, liebe Anna. Vielen herzlichen Dank, dass du heute Part in unserem Podcast bist und uns ja deine Produkte, deine Brennerei, deine Babys näher bringen möchtest. Grüß dich. Ja, danke. Hi. Danke für die Einladung, der ich natürlich super gerne nachgekommen bin. Uns freut es riesig, dich dabei zu haben. Liebe Anna, erzähl uns doch mal ganz kurz, beziehungsweise unseren Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und warum du bist. Also warum bist du heute in Person für Elsbourne mit dabei? Und vielleicht so einen kleinen Umriss, wo liegt denn die Elsbourne Distillery und was hat es damit auf sich? Also ich fange grundsätzlich an, wo liegt die Hercynian Distilling? Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wobei natürlich die meisten Leute uns glaube ich, immer noch damit kennen. Genau, wir haben schon vorher von Glenn Ells gesprochen. Ich meine, nein. Dieser Name, den darfst du nicht sagen, es ist Voldemort, das funktioniert nicht. Insofern. Nein, aber grundsätzlich ist Hercynian Distilling, das heißt, wir sind im Harz natürlich ansässig, klar. Und ich glaube auch ganz, ganz viele aus der Whisky-Szene haben uns schon mal irgendwie besucht oder zumindest Sachen von uns getrunken oder waren irgendwie schon mal auf unserer Webseite oder haben mindestens irgendwas von uns gehört. Ja, was mache ich hier? Alles und nichts gleichzeitig. Also grundsätzlich kümmere ich mich hier verantwortlich um den Produktionsprozess, was den Whisky angeht, was aber auch ein paar andere Produkte angeht, war maßgeblich natürlich, was den Whisky angeht. Und das, wo wir hier gerade sind, das war früher tatsächlich mal mein Wohnzimmer gewesen. Also heute ist da unten im Keller, wo wir einmal waren. In deinem Ja, genau, wir sind im Keller, wo wir einmal waren. Ja, das war beeindruckend, einfach deine Flaschen da alle zu sehen. Das stimmt, wow. Danke. Ja, und ich mache das seit mittlerweile fast ziemlich genau 20 Jahren, was ich tue. Und das ist natürlich schon eine ziemlich lange Zeit, also selbst in Whisky-Maßstäben gemessen, eine relativ lange Zeit. Aber ich mache es immer noch genauso gerne wie am ersten Tag, wenn nicht sogar noch ein bisschen lieber. Wenn du sagst, du machst das jetzt seit 20 Jahren, ja. Die Brennerei an sich gibt es ja schon länger. Ist das, ist das ein Familienbetrieb? Bist es du, ist ein Familienunternehmen. Ich bin, was die Spirituosenherstellung angeht, zweite Generation. Also meine Eltern haben das Ganze gegründet, 1985. Und du musst dir das ja so vorstellen, die 80er waren ja für die Whisky-Geschichte oder für die Whisky-Szene eigentlich ein ganz, ganz, ganz düsteres Jahrzehnt. Und das, was hier irgendwie in den Harz passen sollte damals, war ein Kräuterlikör. Und damit ging das Ganze los mit dem Schmiedefeuer. Also wir kommen jetzt nicht aus dieser klassischen Obstbrennendynastie oder irgendwas anderes, sondern aus der eher klassischen
Likör und fast sogar noch Kornszene. Bei Nordhausen, Nordhäuser Korn ist ja auch nicht unbedingt weit weg von hier. Und die Wiege des Nordhäuser Korns, genauso eigentlich auch die Wiege des Harzer Whiskys, wenn man es bei Licht betrachtet, findet man irgendwo im Kloster Walkenried. Okay. Und das ist ja, Walkenried ist ja mittlerweile unser Ort, in dem wir eingemeindet worden sind. Zorge ist ja nur noch ein Ortsteil oder zu so einem Ortsteil gekommen. Und dementsprechend, Walkenried hat schon wirklich eine ganz, ganz lange Tradition. Und die Mönche des Klosters, die haben tatsächlich als erste destilliert hier in der Gegend. Okay. Aus Gerstenmalz, by the way. Das wusste ich. Nämlich immer, wenn denen im Sommer ein Bier umgekippt ist, haben die, also Sauerbier wurde, haben die daraus einen Schnaps gebrannt. Da hat vermutlich der ein oder andere mal nicht so aufgepasst, dass es auch wirklich Sauerbier gab. Ja, ich sag mal, grundsätzlich, die Mönche haben schon lieber Bier getrunken, weil das Aquavita war ja nicht unbedingt zum Konsum bestimmt, sondern das war ja vor allen Dingen für Tinkturen, Heilkräuter und so weiter bestimmt. Und um jetzt wieder den Bogen im Prinzip so ein bisschen zu schließen und zu spannen, Kräuterlikör und Harz ist eine Sache, wo viele sagen, das passt super gut zusammen. Aber wenn du schaust, dass in so einem durchschnittlichen Kräuterlikör so 30 verschiedene Kräuter sind und okay, du siehst, dass von diesen 30 verschiedenen Kräutern 20 nicht in Deutschland wachsen, du aber alles für einen Single Malt Whisky in einem Umkreis von 5 Kilometern findest, dann machst du dir Gedanken. Ja. Dann machst du dir Gedanken, was könnte hier einfach besser herpassen als ein Kräuterlikör. Und natürlich hat 2002 nicht irgendwie die Welt in der Tür gestanden und gesagt, boah, geil, dass es einen deutschen Whisky gibt, sondern eher so, könnt ihr nichts Vernünftiges machen mit eurem Leben. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen zu sagen, jetzt hier Whisky und muss da neu gebaut werden, neue Brennanlagen, eure Brennanlage an sich auch ein bisschen besonders. Ich glaube, Buchenholz kommt ein bisschen mit ins Spiel und wo kommt deine Gerste her und so weiter. Erzähl also, mal noch diesen Produktionsschritt. Grundsätzlich sind wir eigentlich unserem Grundstil immer sehr treu geblieben, was die doppelte Destillation angeht, was die Befeuerung immer noch mit Holz angeht tatsächlich. Bis, sagen wir mal, März, April dieses Jahr wurden wir dafür ziemlich belächelt, dass wir unsere Stills mit Holz befeuern und irgendwie höre ich seit April keinen mehr lachen. Ja. Ja, wobei, Buchenholz wurde auch teurer, aber nicht so teuer wie Gas, ja? Ja, und vor allen Dingen, wir sind nicht irgendwie aus dem Ausland abhängig, sondern unser Holz wächst hier direkt vor Ort. Ne? Das ist total großartig. Unsere Gerste, die wir verarbeiten, wächst tatsächlich regional. Also im Harz selber wird keine Gerste mehr angebaut, weil du halt auf so einem Steilhang oder sowas keine Gerste anbauen, also mehr anbaust heutzutage. Aber vor 140 Jahren zum Beispiel war das völlig üblich, die Berghänge hier mit Gerste zu bepflanzen und abzusensen, also wirklich mit der Sense. Und dementsprechend sind wir natürlich auch auf dieses Getreide abonniert, welches typischerweise hier für unsere Region Tradition hat. Und das ist nun mal Gerste. Das ist nicht Weizen, das ist nicht Roggen, das ist nicht Hafer, das ist nicht Dinkel, sondern das ist Gerste. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich fand die Aromenwelt von Whisky immer super interessant, weil für mich ist Whisky und Parfum beispielsweise wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander von der Varianz. Natürlich schmeckt beides anders, also Parfum habe ich jetzt noch nicht probiert, wollte ich auch nicht machen, aber es hat zumindest, Whisky hat das große Talent, dass du aus diesen, oder bleiben wir beim Single Malt Whisky, dass du aus diesen drei Bestandteilen, Gerstenmalz, Wasser und Hefe, wirklich, ich zeig's mal, diese Range hier so an Geschmack rauszaubern kannst und noch ganz viel mehr. Also für die Zuhörer unter unseren Gästen, wir haben gerade eben ein riesiges Regal voll mit sehr, sehr, sehr viel Whisky gesehen. Nicht nur ein Regal, ein Raum voll von Regalen. Also mein Whisky-Schrank hat so 70 Quadratmeter ungefähr. Und nee, also das ist, das bietet kein anderes Getränk weltweit. Weißt du, ein Cognac wird immer wie ein Cognac schmecken. Ein Rum, klar hast du Rum Agricole, hast du Rum Traditional oder irgendwas anderes, wird aber immer wie ein Rum schmecken. Also ein Rum Agricole schmeckt immer wie ein Rum Agricole und ein normaler Rum schmeckt immer wie ein normaler Rum. Das ist normal. Aber ein Whisky schmeckt niemals, dass du sagen kannst, er schmeckt wie ein Whisky. Sehr interessant. Ja. No, okay. Ich sag mal, schau dich allein in Schottland um, wo du das gleiche Verfahren hast, bei einer Distillery wie Lafroy, aber auch bei einer Distillery wie beispielsweise Glenkinchie. Mhm. Und sorry, aber Lafroy und Glenkinchie liegen meilenweit auseinander.
Meilenweit, wirklich. Ja. Und bei welchem anderen Getränk hast du das? Das hast du nirgends. Und ich glaube, das könnte auch der Grund sein, warum es ab und zu mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten gibt, wenn sich so die Whisky-Gemeinde unterhält, weil es gibt ja nicht nur ein Produkt bei dir in der Brennerei. Und wenn dann der eine sagt, ja, ja, das sind dann die von Glen Ells. Nee, so heißen die ja nicht mehr. Das sind die von Ellsburn. Ja, hießen die nicht Willowburn? Nee, das waren doch die mit dem Imperial Way oder mit Ulrich oder Wie war denn das nochmal? Vielleicht kannst du ganz kurz mal auf deine Range eingehen. Ich fange mal so an. Wir haben ein großes Dach. Dieses Dach heißt Hessian Distilling. Und unter dem sind im Prinzip sowohl unsere 4 Whisky-Marken gesammelt, beziehungsweise mittlerweile sind es eigentlich sogar bei Licht betrachtet 5. Darunter gesammelt natürlich auch unser Monocle Gin, darunter gesammelt natürlich auch unsere Traditionsprodukte wie Schmiedefeuer und ähnliches. Das sind so die Säulen, auf denen dieses ganze Dach im Prinzip lastet, wenn man so möchte. Die Whisky-Geschichte, die teilt sich bei uns auf in 4 Grundmarken. Auf der einen Seite der komplett unpeated, unsmoked Ellsburn, also das, was ehemals eben auch Glen Ells war. Dann haben wir das, was ehemals die Glen Ells Woodsmoked Serie war, outgesourced sozusagen aus dem Ellsburn-Begriff in den Willowburn-Begriff. Mhm. Der Ellsburn-Begriff rührt ja daher, wir sitzen ja hier in Zorg im Elsbachtal. Unser Stammhaus allerdings, die alte Hammerschmiede, liegt am Weidenbachtal, also an der Wieder oder im Wiedertal. Und deswegen heißt das Ganze Willowburn. Der Ulrich zum Beispiel, der Name kommt, hat auch eine Menge Lokalkolorit. Er kommt von unserem nordthüringischen Nachbarstädtchen Ellrich. Das kommt vom mittelhochdeutschen Alrike der Erlenreihe. Und Buchen- und Erlenholzrauch spielt eine ganz massive Rolle beim Ulrich. Und The Emperor's Way, der Kaiserweg, der ja auch heute ein beliebter Wanderweg im Harz ist, der ja auch durch die ganzen Torfmoore des Oberharzes führt, rund um Torfhaus. Also das deutet das ganz vorsichtig an, dass es da Torf geben könnte. Der ja von Goslar bis, also der Kaiserpfalz in Goslar bis zum Kloster in Balkenried ragt. Okay. Und diese beiden Orte auch verbunden hat. Und dementsprechend haben wir gesagt, und klar habe auch ich in persona gesagt, wenn ich irgendwann mal Peated Whisky mache, dann muss es einen Bezug zum Kaiserweg geben. Und der geilste Bezug einfach, der mir eingefallen ist, Emperor's Way. Also das ist, weißt du, einige gehen den Königsweg, wir versuchen den Kaiserweg zu gehen. Ja. Think big heißt es doch immer, oder? Ja, was die Produktionskapazität betrifft, überhaupt nicht. Aber alles genau, andere, da wurde ich auch hin. Ich weiß noch, wir haben einmal gesprochen von wegen, jetzt wann exportierst du endlich weltweit und das ist noch nicht mal dein Ziel. Erzähl mal, warum produziert es so wenig und warum ist dieses Begriff, ich glaube, dann Handmanufaktur dir wichtig? Also bei uns ist Manufaktur wirklich Handarbeit, handcrafted in the Harz Mountains, ist absolut unser Tagesgeschäft. Wir wissen auf der einen Seite, dass unsere Rohstoffe, insbesondere sehr, 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 sehr gute Fässer, wahnsinnig rar sind. Und man muss die wirklich handpicken im Prinzip, um eine entsprechend richtig, richtig grandiose Qualität rauszubekommen. Ob unsere jetzt grandios ist, weiß ich nicht, aber mir selber schmecken zumindest unsere Whiskys gut. Und allein das ist zum Beispiel für uns ein limitationaler Faktor, wenn du es jetzt ins Wirtschaftsdeutsch ziehen möchtest, wo wir sagen, da ist ein Flaschenhals. Ein Flaschenhals ist da. Wir haben tatsächlich, sorry Jason, nur 14 Ex-Bourbon-Fässer bei uns in einem 1000 Fässer fassenden Fasslager. 14 Stück. Immerhin. Immerhin, auf jeden Fall. Und dem gegenüber stehen 500 ehemalige Sherry-Fässer. Okay. Und 200 ehemalige Malaga-Fässer. 100 ehemalige Portwein-Fässer. 100 ehemalige Masala-Fässer. Also insofern, das ist schon ein anderes Verhältnis als in vielen anderen Distilleries. Das ist keine Kritik gegenüber anderen Distilleries, überhaupt nicht. Ich mag auch durchaus Whisky aus Bourbon-Fässern, aber ich mag unseren eigenen Whisky nur in sehr besonderen Fällen aus dem Bourbon-Fass. Ich sehe unseren Whisky de facto in einem Sherry-Fass, in einem Portwein-Fass, in einem Masala-Fass, in einem Malaga-Fass. Das, wo wirklich jede Menge Aroma rauskommt. Mhm. Dann, dadurch, dass wir Handarbeit betreiben, bei uns arbeiten 2 Leute im Bottling, also in der Bottling Hall, weil jede einzelne Flasche bei uns immer noch per Hand abgefüllt wird, per Hand
verkorkt wird, per Hand versiegelt wird, per Hand etikettiert wird und per Hand mit dem Wachssiegel versehen wird, dass wir auch wirklich sagen, jetzt ist die Flasche perfekt, jetzt können wir sie auch wirklich verkaufen. Okay. Da machst du nicht 3000 Flaschen pro Stunde, da machst du, wenn es gut läuft, 400 am Tag. Ja. Und deswegen, wir produzieren im Jahr, wenn es normal läuft, so 60.000, 65.000 Flaschen Single Malt Whisky. Mhm. Okay. Und ist das dann, wenn du jetzt in diesen, ich sag mal, kleinen Mengen im Vergleich zu den großen produzierst, ist es dann auch so, dass das immer limitierte Abfüllungen sind oder kann man durchaus einfach von einer gewissen Core Range reden? Bekommt man von jeder Marke ein Produkt immer oder sind das wirklich Special Bottlings weitestgehend? Also, es sind viele Special Bottlings dabei. Ich glaube, unser meistes Core-Produkt ist definitiv der Elsburn Journey, auf jeden Fall. Davon produzieren wir 15.000, 16.000 Flaschen pro Jahr. Also das ist sowas, wo Highland Park eine super limited Special Edition draus machen würde. Also maschinell nummeriert oder irgendwas anderes. Wo ich aber sage, nee, das ist für uns eine Core-Range. Und das ist auch für uns etwas, wofür wir durchaus, glaube ich, auch bekannt sind. Ansonsten, der Amber von der Willowburn-Familie ist zumindest in größeren Batches, also so rund um 3000 Flaschen verfügbar immer wieder. Der Elsburn Wayfair als großer Bruder vom Journey ist immer rund um 3000 Flaschen verfügbar. Die Distillery Edition normalerweise, also auch Elsburn, rein Sherry Cask Matured, ist auch normalerweise immer so rund um 3000 Flaschen verfügbar, aber die reichen nie lange. Also das ist wirklich so auf den Markt gebracht, 3 Monate später sind die alle weg. Okay. Also, und aktuell gibt es eben vom Alrik noch, definitiv ist auch nicht angedacht, ein Core-Range-Bottling zu machen. Und vom Emperor's Way wird dieses Jahr tatsächlich das erste Core-Range-Bottling kommen, was im Prinzip nach dem alten Reichskloster Walkenried, nach der Zisterzienserabtei, einfach Imperial Abbey heißen wird. Okay. Der wird mit 48% kommen, denke ich mal. Also ich werde noch geschmacklich austüfteln, ob das jetzt 47%, 48%, auf jeden Fall mehr als 43% haben. Und wird auch batchweise erscheinen, ähnlich wie der Amber oder ähnlich wie der Wayfair. Okay. Und ansonsten machen wir viele Small-Batch-Bottlings. Also das heißt, wenn wir irgendwo, sagen wir mal, dieses Jahr hatten wir jetzt einen 8-jährigen Malaga gehabt, einen 7 Jahre alten Portwein, fast gereiften gehabt. Das sind immer so rund um, ich sag mal, 800 bis 1000 Flaschen oder auch mal 1200 Flaschen, aber es sind echt nicht so viele Flaschen. Und mein Favorit tatsächlich ist und bleibt, allerdings ist das meistens Distillery Exclusive Ware, einfach Single Casks. Großartig, total großartig. Wir haben ein paar Single Casks auch jetzt so verkauft, die man auch mal im Online-Shop kaufen konnte. Also zum Beispiel auch so die Mistress of Distilling Latex zum Beispiel, das war eine Einzelfassabfüllung, die auch in den Online-Shop bei uns gegangen ist, aber es sind halt auch nur 248 Flaschen. Und wenn du jetzt bei diesen doch ja vielen verschiedenen Abfüllungen und doch auch sehr unterschiedlichen Geschmacksportfolios eines raussuchen müsstest, wo würdest du jetzt sagen, das ist so mein Baby, also da nur deine persönliche Geschmacksrichtung, wo du sagst, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es der. Ich kann es nicht. Ich müsste mich wirklich für keinen entscheiden. Also das ist, wenn mir ernsthaft die Wahl gestellt würde, muss ich für einen entscheiden, würde ich tatsächlich sagen, ich kann es nicht, weil jeder Tag ist anders. Und weißt du, auf einem Tag hast du mal Bock auf ein richtig schönes Brett, was Rauch angeht, und am nächsten Tag möchtest du was total Smoothes haben, was halt wirklich in eine von mir aus auch abgedrehte Richtung geht, von mir aus auch ein Sauternfass oder aus einem Tokaja-Fass oder irgendwas anderes. Ich könnte es nicht, definitiv nicht. Das heißt, ich kann eine Woche voller Stimmungsschwankungen eigentlich auch nur mit deinen Produkten dann begleiten, oder? Gibt es da zu jeder Stimmung gibt's eine Abfüllung? Ja, auf jeden Fall. Und zu diesen 4 Basismarken sozusagen kommt ja noch der Hardgo im Prinzip dazu. Der entsteht immer dann, wir nehmen ja unsere Heads and Tails immer wieder in die nächste Destillation. Wie das ja auch die Kollegen in Schottland machen, in der Low Wine Still. Und immer wenn wir deswegen Mischungen haben, also die
wir haben ja so ein Destillationsjahr, also einen Jahresplan. Wir beginnen mit Elsburn, gehen dann zum Willowburn über, gehen dann zum Alric rüber, gehen dann zum Emperor's Way, zum Willowburn zurück, zum Elsburn zurück. Mhm. Und wir beginnen immer am 1. September und enden irgendwo im, sagen wir mal, Ende Juni, Anfang Juli. Und dann ist die Zwischenzeit auch Silent Season, wo keine Still läuft, wo keine Maischungen sind, gar nichts. Und immer wenn wir im Prinzip diese Mischphasen haben, wo das eine Destillat schon aufgehört hat, aber das neue im Prinzip noch nicht so richtig angekommen ist. Das sind immer nur so 2, 3, 4 Tage zwischen Willowburn und Alric, zwischen Alric und Emperor's Way, zwischen Emperor's Way und Willowburn. Dann entsteht ein Hardgo mit einem ganz, ganz vielschichtigen, schön angenehmen, aber nicht überbordenden Rauch. Okay. Und das ist natürlich so ein Ding, was ich auch total liebe, weil es ist nicht planbar, sondern es entsteht immer nur aus dem Zufall. Genau. Also gab es bisher 2 Abfüllungen oder gab es schon 3 vom Hard Grow? Oh Mensch, ich habe nur 2 bisher erwischt. Entschuldigung, Anna, Mann. Das reicht noch nicht mal. 6 Abfüllungen sind wir mittlerweile. Wow. Wir hatten als allererstes den Unique gehabt, dann hatten wir danach den Hedonist gehabt, dann hatten wir die Dark Clouds gehabt. Dann hatten wir zeitgleich den Empress of Winter und den Liberty. Und parallel dazu die größere Abfüllung, den Seasonal Winter, gehabt. Super. Ich kann das absolut verstehen, Jason, weil irgendwie gibt es einige Abfüllungen, wenn man gerade mitbekommt, dass es die gibt, sind sie schon weg. Ja. Deshalb kann es gut sein, dass einem da mal eine wirklich durch die Lappen geht. Weil, oder 4 in diesem Fall. Ja. Super. Die dann doch schon weg sind. Genau. Bei dir, bei Anna, alle deine Produkte sind non-chilled filtered, kein Farbstoff hinzugetan. Und wenn ich richtig im Kopf noch habe, du benutzt die Fässer immer nur einmal und hat sich ein bisschen was da geändert? Nicht wirklich. Also es hat sich grundsätzlich auch nichts daran geändert. Wir haben auch damals Fässer in ganz seltenen Fällen ein zweites Mal benutzt. Aber ansonsten ein einziges Mal, First Fill, raus. Genau. Und wie ist es momentan mit diesen Lieferprobleme? Habt ihr auch schon mit Glas oder mit irgendwas anderem große Probleme gehabt oder hast du gut vorgesorgt? Einerseits haben wir immer hohe Lagerbestände an solchen Sachen, andererseits beziehen wir sehr viele Dinge regional, lokal, also zum Beispiel auch unsere Flaschen werden in Holzminden gefertigt bei der Glashütte, das ist die nächstgelegene Glashütte von hier, Luftlinie sind es glaube ich 75 Kilometer. Cool. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Kartonagen kommen hier aus dem Harz, die kommen hier aus Bad Lauterberg, aus Herzberg. Wir haben da, was das betrifft, ernsthaft keine Probleme. Die einzigen Probleme, wo wir jetzt wirklich manchmal Engpässe hatten oder sich Lieferzeiten so um eine Woche verzögert haben, waren Etiketten. Aber ansonsten, eine Woche geht. Ich klopfe hier mal so auf den Tisch. Ich klopfe auf Holz, dass es so bleibt, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir schon sämtliches an Rohstoffen und weiteren Verbrauchsmaterialien besprochen. Du sprichst aber so liebevoll über deine Peated Whiskys. Nun Butter bei die Fische. Wo wird denn dein Peat herbezogen? Also wo kommt das Peated Malt her? Haben wir da auch was Regionales, wenn du sagst, es gibt Torf in der Region? Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen natürlich nicht in den Oberharz gehen, weil das alles strengstes Naturschutzgebiet ist. Das funktioniert nicht. Aber die ersten Torfvorkommen, die kommerziell genutzt werden dürfen, vom Harz ausgehend, sind tatsächlich zwischen Harz und Solling gelegen. Also das heißt auch von uns aus Luftlinie, weiß ich nicht, 70 Kilometer Maximum, wo wir das Torf beziehen. Das Getreide kaufen wir natürlich dasselbe Getreide ein, schicken allerdings alles nach Belgien zum Melzen. Okay. Gut, Bundesemissionsschutzgesetz verbietet es halt, dass in Deutschland Torf zu irgendwelchen Brenn- und Räucherzwecken genutzt wird. Das höre ich zum ersten Mal, dass deshalb es nicht gemacht wird. Cool, das ist tatsächlich, also wir haben ganz viele Melzereien angefragt in Deutschland, ob die uns das machen können, batchweise, weil das ist ja immer unser Ding, dass wir ein Batch Getreide hinschicken und das als Malz zurückkriegen wollen. Wir können es einfach nicht selber melzen. Wir haben nicht die personelle und nicht die räumliche Kapazität. Insofern müssen wir mit einer Melzerei arbeiten. Bei jedem anderen Getreide funktioniert das, auch selbst bei den straff Woodsmoked Malts überhaupt gar kein Thema. Aber beim Peated Malt haben wir von jeder Melzerei gehört, sorry, Torf, vergiss es.
Das haben wir, Jason, doch auch schon ab und an mal gehört, wenn wir Gäste hatten, die mit getorftem Malz hantieren, dass das in Deutschland relativ schwierig ist. Aber das finde ich natürlich dann noch umso geiler, das habe ich Jason vorhin schon bei unseren Neuheiten gesagt, dass ich total drauf stehe, wenn es einfach einen regionalen Bezug hat. Nicht nur vom Namen, nicht nur von der Story drumherum, sondern dann einfach auch von den Rohstoffen. Und ich würde sagen, wenn man den Harz schmecken will, muss man eines deiner Produkte kaufen, oder? Auf jeden Fall. Also eins unserer Produkte und am besten irgendwie eine Harzer Mettwurst oder irgendeine Wildspezialität oder so und dann läuft das Ganze. Was ich auch immer wieder lese, ich glaube, ihr werdet, wenn eure Spezialabfüllungen kommen, doch ganz schön überrannt. Wird das so bleiben? Werden die Batches eventuell irgendwann größer? Oder wirst du weiterhin sagen, klein, aber fein? Also nichtsdestotrotz sind die größeren Batches auch fein. Aber soll das so bleiben, dass das wirklich was Spezielles ist einfach? Also es wird definitiv so bleiben, dass es was Spezielles ist. Weil grundsätzlich, alleine wenn du schaust bei einem Single Cask Bottling, ich weiß, dass man mit einem Single Cask Bottling kaum jeden erreichen kann. Also weder von der Menge noch vom Geschmack. Aber diejenigen, die ich erreichen möchte, die nehme ich mit. Und die kann ich dafür voll und ganz gewinnen. Und dementsprechend geht für mich nichts über eine Single-Cask-Qualität. Das funktioniert einfach nicht. Mit dem Journey habe ich die klassische 80-20-Methode. 80% der Leute kann ich ganz gut abholen bei, sagen wir mal, 20% Streuverlusten. Okay. Also die dann sagen, das ist nicht meins, das ist mir zu langweilig, das ist zu unspektakulär oder irgendwas anderes. Wobei wir auch viele mittlerweile haben, die sagen, Journey, der ist bei mir immer offen. Den habe ich standardmäßig da und wenn Gäste kommen, dann geht der raus, dann muss ich nicht das teure Zeug oder diese Single Casks opfern, sondern ich kann da irgendwas Günstigeres nehmen, ist alles super. Aber für mich käme es nicht in Frage oder in Betracht, wirklich zu sagen, wir machen jetzt nur noch große Abfüllungen, nur noch mehr Core Range, mehr Masse oder irgendwas anderes. Das ist nicht in meinem Interessengebiet. Sondern meins ist definitiv zu sagen, hey, das und das, die und die Extreme, die und die Spitzen vom Aromen, also vom Aromenfächer oder irgendwas anderes, die können wir. Mhm. Und die machen wir gerne. Was ja im Umkehrschluss dann auch heißt, sollte jemand heute zuschauen, zuhören und sagen, das hat mir eigentlich, den ich probiert habe, der war eigentlich nichts für mich. Das heißt, das zieht sich ja nicht durch, sondern die sind wirklich so unterschiedlich, wie wir Menschen auch, sind deine Abfüllungen auch so unterschiedlich. Und das heißt nicht, mochte ich einen Elsburn nicht, muss ich auf den verzichten, sondern kann da auch einfach mal getrost dann wieder ein anderes Fass auch dann dementsprechend probieren oder eine andere Reihe aus deinem Portfolio. Auf jeden Fall. Also entweder eine andere Reihe, also insbesondere kann ich natürlich einen eingefleischten Islay-Whisky-Trinker, den kann ich mit einem Elsburn oder auch mit einem Willowburn nicht abholen. Wenn ich jemanden habe, der im Prinzip sagt, in meinem Porridge morgens kommt generell ein Laphroaig oder ein Artback rein, den kann ich auch nicht mit einem Macallan abholen, den kann ich auch nicht mit einem Aberlour abholen und den kann ich auch nicht mit einem irischen Whisky abholen und den kann ich auch nicht mit einem Melzburn abholen, das wird einfach nichts. Den kann ich beginnen abzuholen mit einem Alrik, mit einem Hardgo, aber den kann ich endgültig, vernünftig und sinnvoll und seriös abholen mit einem Emperor's Way. Unser Emperor's Way schmeckt natürlich anders als ein, sagen wir mal, Beaumont. Sagen wir ein Kalila, sagen wir ein Lagavulin. Selbstverständlich. Weil die benutzen natürlich auch Eilertorf. Eilertorf ist ein anderes Torf als niedersächsisches Festlandstorf. Also das ist, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu diskutieren. Aber trotzdem ist es so, dass sie dann sagen, okay, da kommt eine gute Schippe Rauch rüber und das macht schon richtig Spaß. Ja, richtig Spaß hat es mir auch gemacht, so die Kommentare über deine Sonderabfüllung, die vor kurzer Zeit rauskam, zu lesen. Vielleicht kannst du unseren Gästen auch noch darüber ein bisschen was erzählen. Da gab es nämlich eine überspitzt, eine recht anrüchige Flasche mit einem
anrüchigen Namen. Ja, oh mein Gott, Skandal, Skandal. Ja, und das sind Zeiten von Layla, ne? Also ich habe als allererstes auch erstmal verpeilt, dass es nicht den Song von Eric Clapton meint. Ja, also solltet ihr den Podcast jetzt hören und es ist noch nicht 22 Uhr, bitte hier Pause machen und ab 22 Uhr dann wieder weiterhören. Nee, mal Spaß beiseite. Du hattest eine geile Idee und hast deine Flaschen in Latex eingekleidet. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, ich glaube, ich muss euch mal jetzt ein bisschen mit rumnehmen tatsächlich hier in meiner Lounge und muss mal ganz kurz hier zwei Flaschen sogar holen, weil die Latex-Abfüllung hat einen Vorgänger gehabt, definitiv. So, jetzt sind wir gleich wieder am Platz. So. Und zwar hat ja die Latex-Abfüllung im Prinzip einen Vorgänger gehabt namens Shibari Karada. Okay. Eine Bondage-Flasche. Genau. Und insofern, also das ist kein Fischernetz, sondern das ist halt ein traditionelles japanisches Seilkleid, also ein Shibari Karada. Und das Ding hat mich eigentlich dazu inspiriert, auch in der Serie immer weiter, also noch weiterzumachen. Und es wird auch noch ein bisschen mehr geben und es wird auch sicherlich nicht das letzte Bottling gewesen sein. Neue sind definitiv in Planung. Das Shibari Bottling war tatsächlich Heiligabend in den Onlineshop gekommen und war nach 15 Minuten ausverkauft. Ich meine, wir reden über Heiligabend. Ne? Wir reden nicht. Ich habe was anderes gemacht, das Whisky gekauft, glaube ich. Jason, ich bin noch nicht mal in unseren eigenen Online-Shop reingekommen, um das Produkt entsprechend pünktlich freizuschalten. Ne? Also, no way. Und das lief so gut an und so positive Kommentare und dass die Leute gesagt haben, ihr seid völlig verrückt, aber ihr seid großartig verrückt. Und dementsprechend musste irgendein Nachfolger her und wir haben einfach mal ein bisschen überlegt und dann kam diese Abfüllung zum Vorschein. Eine Flasche in Latex getaucht. In Latex getaucht. Und dadurch, dass wir ja ein ganz kleiner Hersteller sind und dadurch, dass wir alles selber machen, wir haben ja die Bondages alle selber gemacht hier, wir haben die Latexflaschen alle selber getaucht. Also ich habe mir extra verschiedenes Flüssiglatex oben von einem Zulieferer der TU Clausthal geholt. Also TU Clausthal ist ja hier im Harz unsere technische Universität mit einem großen materialwissenschaftlichen Bereich. Und wir haben wochenlang rumexperimentiert mit der richtigen Latexmischung, wie das Ganze funktionieren könnte, wie das Ganze aussieht. Und das ist das Ergebnis. Also aussehen tut es auf jeden Fall sehr stark. Wenn du sagst, da kommt noch mehr, bezieht es sich jetzt eher auf den, ich nenne es jetzt einfach mal modischen Faktor, weil wir hatten ein Seilkleid, jetzt hatten wir im Prinzip ein Latexkleid. Wird es also sich immer um Kleidung in dem Sinne drehen oder wird es schon, weil Bondage und Latex kann man ja auch in einem anderen Bereich dann doch angesiedelt sehen, wird es sich immer mit einem kleinen Augenzwinkern eher in dem erotischen Bereich abspielen? Kann man das in einem anderen Bereich sehen? So, Marc, erzähl mal. Das gibt es in einem anderen Podcast. Der läuft erst ab 23.30 Uhr. Ja, natürlich machst du das immer mit zum Augenzwinkern, das ist eine ganz logische Geschichte. Ein Seilkleid, das präsentiert schon jede Menge, ne? Also das ist nicht so die normale Kleidung und auch Latex ist sicherlich, klar, selbst Adidas hat letztens irgendwann mal irgendwie eine Jogginghose aus Latex gemacht, fand ich total bizarr, warum man sich nicht atmungsaktive Kleidung über die Beine spannen sollte, um damit joggen zu gehen, das halte ich für ein völliges Paradoxon, aber das kann jeder machen, wie er möchte. Da kommt schon ein bisschen was, was jetzt nicht unbedingt nur in den Klamottenbereich reingeht, sondern das ist, wir haben damit eigentlich so die zwei Serien grundsätzlich gelegt. Einmal den Bereich, ich nenne es einfach mal Restriktion. Und einmal den Bereich Kink bzw. Material. Also das heißt, wir müssen jetzt mit einer Restriktion weitermachen. Und da sind wir tatsächlich auch schon mit Metallbauern in Verhandlungen, einen Käfig zu machen. Okay.
cool. Das wird ja, allerdings halt nicht so wird wie der Monkey Shoulder Käfig oder irgendwas anderes, sondern der eben schon die schwarz-silberne traditionelle Optik haben wird. Dann sind wir ja schon mal sehr gespannt, was du uns hier noch an Neuigkeiten präsentieren kannst. Ja? Ah, ein paar lustige Sachen wird es noch sicherlich geben. Werden das dann vermutlich The 100 Shades of Grey beziehungsweise of Hearts? Oh Gott, 50 Shades of Grey, mein Gott. Ja, genau, oder 100, wer weiß, ja? Nein, ich glaube nicht, dass wir da 100 Stück zusammenkriegen. Ich glaube, so viele krasse Dinge gibt es nicht. Dann steckst du irgendwann die Flasche im Pinguin-Kostüm oder was das wird. Also ja, ich glaube, das wird zu bizarr. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welche ansehnliche und geile Ideen da noch rauskommen, weil das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie man sieht, es geht ja im Prinzip auch nicht nur darum, es gab ja auch mal Schnäpse, die mit sehr saloppen Worten über Geschlechtsverkehr einfach halt auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern es geht hier da definitiv ja auch darum, du hast dich mit der Materie beschäftigt, die Flaschen sehen sehr, sehr ästhetisch aus oder die Verpackung, nennen wir es einfach mal so, sieht sehr ästhetisch aus und für alle, die Flaschen noch nicht gesehen haben, also es hat wirklich kein, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, Geschmäckle, das ist mit einem Augenzwinkern und wirklich sehr ästhetisch. Es soll halt nichts Billiges sein und ich finde zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal in dem Bereich liquide Erotik, darf einfach auch mal sehr hochklassig daherkommen. Und ich finde, es wird und wurde insbesondere zu viel billiges Zeug gemacht, was einfach nur platt ist und was einfach nur unansprechend ist, was einfach auch die Menschen der Whisky-Szene, die ich grundsätzlich schon für kulturaffin halte, für dem oftmals wirklich auch dem gediegenen Bildungsbürgertum zugehörig halte, dass solche Leute könnten nie was mit einem Likör anfangen, der nach Handlungen von Geschlechtsverkehr benannt ist. Das könnten die nicht. Dementsprechend ist es auch nichts dafür. Das ist was, wo du nachdenken musst. Das ist was, wo du sagst, wie könnte das gemeint sein? Auch mit den Namensfindungen, wie gesagt, der erste halt Bondage, der zweite Latex, heißt ja auch bewusst Encased and Collared, weil es eben komplett umschlossen ist und mit dem kleinen Lederhalsband oben auch noch eben einen Collar hat. Also das ist schon, und es muss, aber das ist, glaube ich, eine Sache von mir selber. Ich bin eine ganz große Ästhetin und ich liebe einfach hochklassige Ästhetik. Ich mag das einfach. Deswegen sieht auch dieser Raum so aus, wie er aussieht. Und auch euer Online, nicht nur euer Online-Shop, euer Shop denn vor Ort und so weiter. Wenn man hinkommt, das erstmal merkt man, wie schön es denn bei euch ist. Nicht nur die Fässer, die draußen sind, sondern auch euer Gift-Shop, nenne ich das jetzt hier, euer Shop denn da. Wie kriege ich mehr Informationen über die neuen Abfüllungen, die rauskommen werden? Bestimmt habt ihr so etwas wie ein Newsletter oder wie informiert ihr denn eure treuen Kunden und die werden wollen? Wir haben natürlich einen Newsletter, ganz klar, kann man abonnieren, überhaupt gar kein Thema. Ansonsten soziale Medien werden natürlich immer wichtiger. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben die Friends of the Voldemort, also Friends of the Glenelles, Gruppe bei Facebook beispielsweise. Wir haben aber natürlich auch einen Instagram-Account, einerseits Hessinian Distilling, andererseits aber auch mein halb privater Instagram-Account Mistress of Distilling. Und darüber, also ich glaube, über Letzteren kriegt man auch wirklich die mit Abstand meisten Informationen. Super. Mistress of Distilling muss dann bei Instagram gefunden werden und dort dann da gefollowt und dann können wir die Information da haben. Sehr, sehr, sehr schön. Also es lohnt sich bei euch immer wieder vorbeizufahren. Wenn ich es nochmal im Kopf habe, habt ihr momentan Silent Season. Das heißt, im September kommt der, kann man jetzt schon bei euch vorbeikommen, im Sommer oder erst ab September wieder? Na, man kann auch bis zu dem Betriebsferienstart am 8.8. auch bei uns zwischen Dienstag und Samstag immer vorbeikommen, während der Öffnungszeiten. Wir haben auch mittlerweile wieder Distillery-Touren mit angeschlossenem Seated-Tasting im Distillery-Shop oben. Und dann haben wir bis zum 24. August Betriebsferien und ab dem 25. August kann man auch wieder zu den gewohnten Zeiten vorbeikommen, klar. Super.
Und Anna, ich möchte dir auch vielleicht hier noch ganz kurz die Möglichkeit geben. Ich habe nämlich gelesen auf eurer Homepage, ihr sucht ja auch nach wie vor noch kräftig an Verstärkung. Das ist korrekt. Also grundsätzlich. Vielleicht möchtest du da noch, wir haben ja jetzt Whisky-affine Leute, vielleicht sogar aus der Region oder jemand, der sagt, meine Güte, erstens ist die Anna so ein, ja, ein Unikum an Mensch, da muss ich unbedingt hin und der Whisky gefällt mir noch viel besser. Da muss ich unbedingt hin und muss dort vielleicht sogar arbeiten. Da ziehe ich hin. Hau mal raus. Was gibt es bei euch an vakanten Stellen, beziehungsweise wohin wende ich mich, wenn ich übermorgen mit Anna tollen Whisky in Latexflaschen produzieren möchte? Also bis ein zweiter Latex kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Da müssen die ganzen anderen Ideen erstmal irgendwie aus diesem Kopf in irgendwas Sinnvolles gebracht sein. Ja, was bei uns natürlich immer gefragt ist, der Harz ist eine touristisch geprägte Region mittlerweile. Also der Bergbau, den haben wir irgendwann mal sein lassen. Und es ist eigentlich nur noch der Tourismus, der uns hier irgendwie am Leben hält. Customer Care and Tourism nennen sich diese Stellen bei uns. So, das heißt, dass man sich um die Kunden kümmert, die kommen, eine Distillery-Tour laufen kann, den Leuten die Whisky-Herstellung bei uns erklären kann, die Leute durch ein Tasting grob geleiten können. Natürlich nicht denen in den Mund legt, wie der Whisky schmecken soll, sondern einfach nur die Sorten vorstellt. Die Leute gut beraten kann an der Verkaufs-, also an der Theke, an der Tastingbar, den Leuten vielleicht auch ein Paket packt, wenn sie bei uns direkt was bestellen, sowas. Das ist immer gefragt und da suchen wir natürlich immer gerne Leute, die Teil unseres Teams, unserer Familie werden wollen. Das hört sich interessant an. Die näheren Informationen dann bei euch natürlich auch auf der Auf Homepage zu jeden sehen. Fall auf den Homepages findet man im Prinzip alles darüber, was man hier machen kann. Ansonsten, klar kann man auch mal, wenn man sich da umschaut, Produktionsbereich, Warehouseman suchen wir definitiv. Also das heißt, jemand, der wirklich Bock hat auf Knochenarbeit und den ganzen Tag Bock hat, irgendwie mit Fässern zu hantieren, Fässer mit befüllen, Fässer mit entleeren und einfach da mit anzupacken. Das ist natürlich es ist eine Arbeit, die sehr erfüllend sein kann, sehr viel Freude machen kann, aber auch wirklich körperlich anstrengend ist. Ja, ohne Fleiß kein Preis, oder? No pain, no gain. Ja. Jason, eventuell sollten wir umziehen. Okay, ich weiß nicht, ob meine Frau mitmachen will, aber schauen wir mal, ja. No hearts, no glory. Also das ist der Harz selber, wir haben hier halt einen richtig krassen demografischen Wandel. Das muss man schon wirklich berücksichtigen und man muss sich auch wirklich darauf einstellen, dass es das Gleiche sein kann, wie irgendwo in der Distillery in den Highlands zu sein. Und wir reden jetzt nicht von der Speyside, von Dufftown oder von Keith oder irgendwas anderes, wo noch ein bisschen was los ist, sondern wir reden von einer Distillery wie Loch Ewe oder wir reden von einer Distillery, die irgendwo wie Dunwiny liegt oder sowas, was jetzt das Thema angeht, wie viel hier los ist. Das muss man wollen. Also, wenn man ein Mensch ist wie ich, die Menschenmassen nicht unbedingt braucht, dann ist es perfekt. Die Natur großartig findet. Wir haben großartige Gebiete, wo man im Winter Ski laufen kann, im Sommer Mountainbike fahren kann, Hiking gehen kann, wo man alles Mögliche Schöne machen kann, was mit der Natur zu tun hat. Wenn man hier Highlife und Konfetti sucht, jedes Wochenende eine Party oder am besten dreimal in der Woche unten, also unter der Woche noch eine Party und jeden Tag erst um 23 Uhr zum Dönermann gehen wollen, das wird nichts. Da ist der Harz definitiv nicht so the place to be. Also hier werden die Bürgersteige regelmäßig um 19:30 Uhr hochgeklappt und dann muss man aufpassen, dass man da nicht ins Gestänge unten reinfällt. Das ist doch klasse. Dann setze ich mich um 20 Uhr auf mein Sofa, schenke mir einen wunderbaren Elsburn ein und dann geht die Party bei mir im Mund ab, weil mit den Single Cask Abfüllungen, die du uns heute so ja, schmackhaft näher gebracht hast, glaube Ach, ich. großer Vorteil, jeder Mitarbeiter darf grundsätzlich zwar nicht unlimitiert viel probieren, aber grundsätzlich alles, was neu auf den Markt kommt. Oh, Ja. jetzt wird es doch interessanter. Anne, vielen, vielen Ja. Dank für deine Zeit. Vielen Dank Lieben für diesen gerne. Einblick auch in das, was denn dort geschieht.
Es war echt toll, dich vor dem Mikrofon und vor der Kamera zu bekommen. Danke dafür. Liebend gerne. Danke euch. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier eine super coole Plattform bekommen habe, ein bisschen über uns reden zu können. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Frage gut beantwortet werden konnte. Und wer nicht, kann natürlich gerne bei uns vorbeischauen, eine E-Mail schreiben oder uns über die sozialen Medien kontaktieren. Ja, danke. Auch von mir ein sehr herzliches Dankeschön. Es war gerne. Super erfrischend. Es war super lecker zu hören. Und ich bin gespannt, was da noch weiteres Leckeres, Wunderbares aus dem Harz in die Flaschen kommt. Egal, was um die Flaschen drumherum ist. Nun, ich fand das ganz toll, jetzt hier mit Anna gemeinsam jetzt hier viel zu erfahren über ihre Brennerei. Allerdings, wir haben einen letzten Werbeblock für euch jetzt hier bei Nine Springs, was nicht ganz so weit ist. Unsere Nummer 9 Spirituosenmanufaktur hat wieder eine neue Whisky-Abfüllung rausgebracht, nämlich den Portwein Nummer 2. Dieser streng limitierte Whisky hatte die Ehre, in einem Portweinfass eine Vollreifung zu genießen. Wiederum ist der Clou dabei, dass dieses Fass schon mal belegt wurde für 6 Monate als ein Finish für einen sehr eleganten Belize Rum für die Marke Alfred's Trail. Erhältlich ist dieser Whisky bei uns auf der Borg in der Whisky-Welt oder auch im Online-Shop bei uns für 59 Euro. Ja, das war diesen Monat sehr spannend, alles zu hören an Neuerscheinungen und auch jetzt hier diesen Einblick bei Ellsburn zu bekommen. Nochmal an Anne jetzt hier, vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass ihr bis Ende hier durchgehört habt und zugehört habt. Das ist echt einfach mal schön, das mitzuerleben. Wer Informationen hat an uns und einfach Feedback oder irgendwelche Kommentare abgeben will, einfach mal derwhiskeypodcast@gmail.com als E-Mail benutzen oder findet uns auch auf verschiedenen Social Media Plattformen denn da. Und wir freuen uns am nächsten Monat im August euch auch weitere Neuerscheinungen zu bringen und auch ein weitere Gast zu haben, zu begrüßen hier drin. Und das wird noch festgeklopft, welche von den 3 möglichen Gästen tatsächlich mit uns zusammen Zeit hat. Es ist wahnsinnig viel los, nicht wahr, Marc? Wo wir 3 oder 4 verschiedene Leute auf einen Termin kriegen sollen. Aber absolut. Das schaffen wir schon. Absolut. Man hört sich das dann an und denkt, ach ja, das bisschen, da mal kurz eine Stunde reden. Aber es sei nicht außer Acht zu lassen, die Sachen vorher zusammenzutragen und dann noch 3 Leute oder mehr unter einen Hut zu bekommen, um die Aufnahme zu machen. Denn das müssen wir ja schlussendlich doch alle zur gleichen Zeit. Aber es bleibt spannend und ich hoffe, für euch war es heute auch wieder spannend. Bei uns, bei Made in Germany, der Whisky-Podcast.